Herzlich willkommen beim Brave in One Podcast. Wir sind Tim und Aline und wir haben es uns auf die Fahne geschrieben, Paaren dabei zu helfen, eine glücklichere und erfülltere Beziehung zu führen und dabei mutige Schritte in die Zukunft zu gehen. Jede Woche teilen wir hier mit dir Gedanken und Erfahrungen zum Thema Partnerschaft. Schön, dass du heute dabei bist und etwas Zeit mit uns verbringst. Wir wünschen dir ganz viel Spaß in der heutigen Episode. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Brave in One Podcast. Ich freue mich unwahrscheinlich, dass du heute wieder mit eingeschaltet hast. Es wird heute eine tolle Folge darüber geben, was passiert oder was ist eigentlich, wenn man jemand anderen attraktiv findet. Da werde ich heute mit dir drüber sprechen, ob dann irgendwas mit dir oder mit deiner Beziehung nicht stimmt. Falls du dich das schon mal gefragt hast, kannst du da heute eine Antwort drauf finden. Und genau, da werde ich dir zum Schluss vor allem auch drei Action Steps mitgeben, was du in so einer Situation tun kannst, wie du damit umgehen kannst, wie du das einsortieren kannst. Falls du uns noch gar nicht kennst und hier ganz neu bist im Podcast, lade ich dich ganz herzlich dazu ein, mal in den Shownotes zu schauen. Wir haben ganz viele Angebote, kostenlos und auch niedrigpreisig, wo du in deine Beziehung investieren kannst. Zum Beispiel den kostenlosen Liebessprachentest, kostenlos im Sinne von, du zahlst keinen Cent, nur mit deinem Namen, deine E-Mail-Adresse musst du da einmal eintragen. Und unser Deep Dive Buch, 365 Fragen, wo du jeden Tag einfach ein tiefes Gespräch mit deinem Partner, deiner Partnerin führen kannst, ganz easy peasy, ein ganzes Jahr lang. Das sind zum Beispiel so gute Einsteiger-Angebote, wo du reintauchen kannst in unsere Brave in One Welt, wo du einfach ja in deine Beziehung investieren kannst und die intensivieren kannst, tiefer machen kannst. Und wenn du noch, schon ein alter Hase bist hier und wenn du schon ganz viele Podcasts hörst, kennst du wahrscheinlich auch schon die Angebote, kennst du wahrscheinlich auch schon uns. Ich nehme heute eine Podcast-Folge alleine auf, hin und wieder auch immer wieder mit Tim zusammen. Aber genau, heute möchte ich darüber sprechen, was passiert eigentlich, wenn man jemand anderen attraktiv findet, ob dann, ja, irgendwas mit der Beziehung nicht stimmt oder was das eigentlich so heißt. Ich bekomme nämlich öfters diese Frage, boah, was ist eigentlich, ich finde jemand anderen attraktiv, was bedeutet das jetzt? Hat das eine Bedeutung, hat das einen Einfluss auf mich, auf meine Beziehung und wie kann ich vor allem auch damit umgehen? Erstmal das Allerwichtigste, es ist ganz normal, wenn du jemand anderen attraktiv findest. Es ist nichts Komisches, nichts falsch mit dir oder deiner Beziehung oder nichts, was, wo man sich irgendwie Sorgen machen müsste. Es kommt natürlich als allererstes darauf schon mal an, welches Beziehungsmodell du mit deinem Partner oder deiner Partnerin führst. Wenn du jetzt eine offene Beziehung hast, wenn du Polyamorie praktizierst oder eben da unterwegs bist, dann ist das natürlich alles nochmal was anderes und dann ist das wahrscheinlich in dem Sinne auch gar nicht so schlimm. In einer monogamen Beziehung macht man sich dann natürlich schon mal eher Gedanken, weil es halt eben eine exklusive Beziehung ist und das ist auch das Modell, was Tim und ich halt fahren. Und wenn du halt auch in einer monogamen Beziehung bist, dann wirst du dir wahrscheinlich schon mal öfters diese Frage gestellt haben. Puh, was heißt das denn jetzt? Muss ich meine Beziehung vielleicht auch öffnen oder ich finde jemand anderen attraktiv, das heißt doch dann bestimmt, dass ich meinen Partner vielleicht auch nicht mehr so attraktiv finde oder stimmt dann da irgendwas nicht? Ist das irgendwie falsch oder darf ich das oder was weiß ich, was dir für Gedanken dann kommen oder schlechtes Gewissen oder wie auch immer. Das ist ganz normal, dass diese Gedanken kommen, aber es ist auch ganz normal, dass du jemand anderen auch attraktiv findest. Es ist nichts Schlimmes und es ist auch nichts Falsches dabei. Es ist einfach ganz, ganz menschlich. Und deswegen möchte ich dir das wirklich heute einfach als Kernaussage mitgeben. Es ist ganz normal. Die meisten kennen das und ich glaube, es wäre wirklich sogar auch komisch, wenn man plötzlich, man hat seinen Partner, seine Partnerin gefunden und man findet nur noch diese Person attraktiv, nur noch diese Person schön und nett und genau, es gibt keine, wie viele Millionen Menschen in deinem Umfeld, die du potenziell auch kennenlernen könntest, gibt es nicht mehr. Nein, 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 man hat nur noch Augen für diese eine Person. Das ist schlichtweg unrealistisch. Man begegnet vielen Menschen auch in seinem Alltag, auf der Arbeit, in seinem Umfeld.
auf der Straße. Es ist ganz normal, dass man auch andere Menschen schön findet, andere Menschen attraktiv findet oder auch nett und sympathisch findet. Das ist erstmal nichts Schlimmes und nichts, was komisch sein sollte. Es ist erstmal die erste Frage, wenn dieser Gedanke hochkommt, du findest jemand anderen attraktiv, was passiert dann in deinem Kopf? Sortierst du das ein als, das ist falsch, das sollte nicht sein oder was mache ich jetzt damit? Das heißt doch, dass irgendwas mit meiner Beziehung nicht stimmt. Wenn diese Gedanken kommen, darfst du das erstmal beobachten und analysieren und sagen, okay, was geschieht eigentlich, wenn diese Situation auftritt in meinem Kopf? Welche Prägung, welche Muster fahren da ab? Und gehen dann halt einfach so den eigenen Weg. Da darf man erstmal bewusst hinschauen und wirklich erstmal sich selber beobachten, welche Gedanken da überhaupt hochkommen. Die meisten, wie gesagt, kennen solche Gedanken und es ist einfach nur die Frage, wie man damit umgeht. Und das ist der riesen Unterschied. Wie man in seinem Kopf, in den Gedanken schon damit umgeht und wie man schlussendlich auch aus Gedankentaten wachsen lässt. So wie man dann auch im Handeln damit umgeht. Und deswegen erstmal die Frage, wie kategorisierst du das ein? Wenn diese Gedanken, wenn diese Aktion hochploppt, wenn das passiert, dass du jemand anderen attraktiv findest, wie sortierst du das ein? Und da erstmal den Tipp zu geben, es ist nichts Falsches, es ist nichts Komisches, es ist ganz normal und da das erstmal in diese Richtung einzukategorisieren, dann hast du schon mal einen riesengroßen Schritt mehr gemacht und auch viel leichter. So, deswegen schau doch erstmal, dass du das für dich da einfach ein bisschen den Druck oder was auch immer rausnimmst, dass du da einfach sagst, hey, das ist normal und nichts Schlimmes. Es ist nämlich eine ganz, ganz große Bandbreite beziehungsweise ein großer Weg, ein großer, langer Weg dahin, dass man jemanden auch wirklich liebt oder sich verliebt. Wenn du jetzt sagst, du bist in keiner offenen Beziehung, sondern in einer exklusiven, monogamen Beziehung, dann ist es erstmal die Frage, wie weit lässt du diesen Gedanken einfach auch in deinem Kopf groß werden? Das ist das eine. Und inwieweit lässt du es dann in deinen Taten? Wie gehst du schlussendlich auch damit um? Wie weit lässt du das in deinen Taten dann auch Auswirkungen haben? Wenn du es in deinen Gedanken, also wenn du zum Beispiel diese Person dann nicht mehr aus dem Kopf kriegst oder du generell einfach andere Menschen sehr schön findest und dich da sehr reinsteigerst, darfst du für dich, glaube ich, erstmal hinterfragen, fehlt für dich etwas in deiner Beziehung? Kannst du das in deiner Beziehung dir auch holen? Kannst du das da kreieren? Kannst du das da gestalten? Kannst du das da initiieren? Was steckt für ein Gefühl dahinter? Steckt da vielleicht auch dieses neue Gefühl dahinter von Neuheit, von Aufregung, von Spannung? Dann darfst du dieses Gefühl auch nochmal mehr in deine Beziehung holen. Dann darfst du da einfach schauen, wie kannst du das kreieren? Wie kannst du auch einen Rahmen schaffen, wo das entstehen kann, dieses Gefühl? Weil oftmals, wenn man mit einem Partner, man begleitet den durchs Leben, man hat den Alltag zusammen, dann passiert es einfach super, super schnell, dass entsprechend natürlich dann halt der Alltag auch einen einholt und man den Partner oder die Partnerin auch eher in einem gewissen Licht sieht, vom Alltag bestimmt oftmals, ne? Das passiert und das ist ganz normal, das ist auch nicht schlimm. Es ist einfach nur die Frage, wie du damit umgehst und ob du das dann einfach so weiter plätschern lässt und trotten lässt, sondern oder halt eben schaust, was du daraus kreieren kannst, wo du gucken kannst, hey, wollen wir nochmal einen Dateabend haben? Ich überrasche meinen Partner oder meine Partnerin. Was kannst du tun, damit du dieses Gefühl, was hinter diesen Gedanken steckt, einfach in deine Beziehung holst? Das ist das Erste. Und das Zweite ist, wenn du da halt wirklich eine Handlung draus entstehen lässt, aus diesen Gedanken, dass du jemanden attraktiv findest, dann ist das natürlich was anderes, weil du kannst selber über deine Handlungen bestimmen. So, und wenn du das halt einfach nicht möchtest und dann solltest du halt entsprechend auch nicht handeln, sprich eben diese Person ansprechen oder vielleicht Kontakt aufnehmen oder halt mit der Person schreiben oder wie auch immer. Da halt einfach diesen Gedanken wirklich in der physischen Welt auch zu manifestieren in dem Sinne, dass du wirklich das in deine äußere Welt holst durch eine Handlung. Weil dann ist es natürlich wirklich, kann da natürlich auch nochmal mehr draus entstehen. Und wenn du das nicht möchtest, wenn du deinem Partner, deiner Partnerin treu sein möchtest, dann darfst du da halt einfach auch sagen, okay, es ist ein Gedanke, der ist nicht schlimm, man muss da jetzt nichts mit anfangen, man muss da nicht da einen großen Wert drauf legen.
mit mir und meiner Beziehung ist alles gut. Man könnte jetzt höchstens gucken, okay, wenn er öfters auftritt, dann kann ich da vielleicht nochmal schauen, ob ich nochmal dieses Gefühl, was dahinter steckt, was dann vielleicht auch für Fantasien hochkommen, das dann einfach in die eigene Beziehung zu holen. So, that's it. Das ist alles nicht schlimm und dann endet das Ganze auch. Außer du lässt es halt weiter wachsen und halt eben handelst dann entsprechend auch und folgst diesen Gedanken auch in deinen Handlungen. Dann ist das natürlich wieder was anderes. Aber es ist wirklich, dieser Gedanke an sich ist nichts Schlimmes, ist was ganz Menschliches. Und du darfst einfach anhand deines Beziehungsmodells, anhand deiner Werte, anhand der Absprache mit deinem Partner oder deiner Partnerin entsprechend mit diesen Gedanken umgehen. Und das ist alles, was es ist. Es ist nichts, was, wo du jetzt darüber nachdenken musst, ob irgendwas mit deiner Beziehung oder mit dir nicht stimmt, weißt du? Das ist was ganz Menschliches und eure Beziehung hat trotzdem eine gute Qualität. So. Und wenn du vielleicht daran merkst, oh, okay, da darf ich vielleicht bei meiner Beziehung nochmal das eine oder andere optimieren, ist das auch völlig in Ordnung. Aber immer erst zu gucken, wo investierst du in deine Beziehung? Genau. Und von, ich finde jemanden attraktiv, zu ich liebe jemanden und bin verliebt, ist ein großer, großer Unterschied und halt eben sehr, sehr langer Weg. Und das darf man dann einfach wirklich unterscheiden. Und man darf einfach auch da nochmal dankbar sein für ja seinen Partner oder seine Partnerin und ihn oder sie einfach auch nicht für selbstverständlich zu nehmen. Genau, da habe ich jetzt so ein bisschen skizziert, okay, was passiert, wenn diese Aktion eintritt, wenn dieser Gedanke eintritt, was passiert in deinem Inneren, in deiner Gedankenwelt und was kann auch im Äußeren passieren und was das auch für ein Weg ist. Und zum Schluss möchte ich dir wirklich auch diese drei Tipps mitgeben, wie du halt in so einer Situation damit umgehen kannst und was dir dabei auch helfen kann. Das erste ist wirklich, sieh solche Gedanken nicht als falsch an. Es ist ganz normal, dass diese Gedanken auftreten und es ist ganz menschlich, habe ich ja gerade auch schon ganz oft gesagt. Aber wirklich nochmal, dass es ja, glaube ich, einfach schon mal so ein erster Step, um das nicht irgendwie unnötig groß zu machen. Das zweite ist, sprich mit deinem Partner oder deiner Partnerin darüber. Das ist auch etwas, was einfach auch so den Wind aus den Segeln nehmen kann. Alles, was so ein bisschen so versteckt ist oder in deiner Gedankenwelt so für dich alleine ist, ist ganz oft auch etwas, was größer werden kann, als es eigentlich ist. Und deswegen sprich doch da einfach mit deinem Partner oder deiner Partnerin darüber. Wir machen das auch so, wenn ich jemanden auf der Straße sehe und denke so, ach, die ist aber hübsch oder der ist aber hübsch, dann sage ich dem Tim das auch und ist halt gar nicht schlimm und man interpretiert halt jetzt nichts irgendwie krass da rein, sondern es ist einfach so, dass man diesen Menschen schön findet und gut ist. Das ändert ja nichts an der Qualität der eigenen Beziehung oder stellt es in Frage oder so. Dazu aber auch nochmal gesagt, das fällt wahrscheinlich sicher gebundenen Menschen auch einfacher als vielleicht, also wenn du zum Beispiel ängstlich gebunden bist, falls du die Bindungstypen noch nicht kennst, hör super gerne in Podcast-Folge 118 rein, by the way. Aber für alle, die da jetzt schon drin sind, ist das auch nochmal gut zu wissen. Für alle, die ängstlich gebunden sind und wo der Partner dann sowas sagt, kann das natürlich sehr große Alarmsignale auslösen. Genau, deswegen schaut doch einfach, wie da eure Konstellation ist von den Bindungstypen her, von den Bindungsstilen und da dann wirklich auch einfach sensibel zu sein. Bei Sichergebundenen ist das, glaube ich, weniger ein Problem. Die stellen dann ihre Beziehung nicht sofort in Frage. Bei ängstlich Gebundenen darf man da einfach nochmal ein bisschen sensibler sein und vorsichtiger. Der dritte Punkt ist, achte aktiv darauf, wo deine Gedanken enden. Also enden sie dabei, hey, das ist normal, der ist attraktiv, Punkt, plus abgearbeitet, so abgeheftet. Oder geht's halt eben weiter, plus, okay, stimmt mit mir etwas nicht, stimmt mit meiner Beziehung etwas nicht, sollte ich etwas ändern, auch der oder die ist ja wirklich attraktiv, ach, sollte ich die nicht mehr ansprechen, oder wenn es aus dem Bekanntenkreis ist, sollten wir nicht mal schreiben und so weiter. Also wo enden deine Gedanken und das wirklich bewusst zu beobachten und bewusst zu ändern, gegebenenfalls, oder halt entsprechend etwas zu tun. Das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, einfach da wirklich zu schauen, wo enden diese Gedanken. Wenn du möchtest, dass sie enden und du in diesem Beziehungsmodell bist, dass du eine exklusive Beziehung führst. Genau, das sind so diese drei Punkte, die ich dir heute dazu mitgeben möchte und vor allem natürlich wirklich, es ist ganz normal und okay. Und genau, ich hoffe, du hast von heute etwas mitnehmen können, falls du diese Situation kennst und schon mal gehabt hast, dass du das für dich vielleicht auch anders einkategorisieren kannst und ja, einfach ein paar Anstöße mitnehmen konntest. Wie immer bei allen unseren Inputs, Podcast-Folgen, alles, was wir so rausgeben, nimm dir das mit, was für dich passt, was dir hilft und genau, lass das andere einfach liegen.
Und dann, genau, wirst du, glaube ich, ja, für dich einfach so das Richtige rausnehmen, was dir hilft. Und genau, ja, so viel dazu zum Abschluss. Ich fand es total schön, dass du heute wieder mit dabei warst. Und genau, wünsche dir eine ganz wundervolle nächste Woche. Und wir hören uns dann nächsten Mittwoch wieder. Bis dann!